Die ägyptische Philosophie geht davon aus, dass einer alles ist und alles eins ist, so dass das Prinzip der Einheit des Ganzen die Summe aller Teile als Ganzes umfasst. So kann man verstehen, dass für die alten Ägypter der Himmel der Mensch ist und der Mensch der Himmel, und alle Menschen zusammen sind der Himmel, und der Himmel ist nur ein Mensch. In diesem Sinne geht es darum, den Kosmos als lebendigen Kosmos zu begreifen, als lebendiges Gebilde also, das komplex und voller vielfältiger Wechselwirkungen ist, das heißt, in seinem Wesen heterogen. In der ägyptischen Weltanschauung und Kosmogonie gab es keinen wesentlichen Unterschied zwischen dem Bereich des Heiligen und dem des Weltlichen, wo jede Handlung als irdische Repräsentation dieser Handlung im Bereich einer göttlichen Aktivität angesehen wurde, wie banal sie auch sein mochte. So, dass jede Handlung durch einen bewussten Gedanken ausgeführt wurde, dass die ausgeführte Handlung selbst göttlich wurde, was bedeutet, dass alles Irdische gleichzeitig göttlich war. Unter dieser Prämisse gingen die alten Ägypter davon aus, dass der Mensch ein Modell des Universums ist und daher die Kenntnis seiner selbst auch die Kenntnis des Universums impliziert. Sie verstanden, dass alle Wissenschaften auch ein Ganzes bildeten und dass auch die Spezialgebiete, Astronomie, Medizin, Mathematik, Kunst und so weiter Teile dieses Ganzen waren und daher nicht getrennt behandelt werden konnten. Aus dieser Perspektive ist es verständlich, dass Kunst, Wissenschaft und Religion eng miteinander verbunden waren. In diesem Sinne sahen die alten Ägypter das Universum als einen bewussten Schöpfungsakt eines großen Gottes, der nicht als solcher, sondern durch seine Funktionen oder Eigenschaften dargestellt wurde. Das hieroglyphische Wort Neter wird mit Gott übersetzt, ist aber nicht als Gott an sich zu verstehen, sondern als die kosmische Funktion, das heißt die Funktion Gottes, die sich auf unterschiedliche Weise in einem lebendigen Kosmos manifestiert. Wenn also der Mensch nach dem Bilde Gottes geschaffen wurde, dann ist der Mensch das Bild der gesamten Schöpfung. So wurden die kosmologischen und kosmogonischen Ideen der alten Ägypter durch Mythen und Symbole ausgedrückt, die als Mittel zur Darstellung von Konzepten metaphysischer Natur dienten. So wird der Mythos zu einem Element der Wissensvermittlung, zu einem Akt der Dramatisierung, in dem Tragödie und Glück als Gegensätze zu einem Ganzen verschmelzen, so wie es die kosmischen Gesetze tun. Aus diesem Grund hat der Mythos im alten Ägypten keinen historischen Wert, denn er erlangt seine tiefe Bedeutung erst in dem Moment, in dem er offenbart wird, und genau in diesem Moment wird er in wissenschaftliche und philosophische Erkenntnisse umgewandelt. Symbole ihrerseits werden als ideales Medium fungieren, das die Darstellung der Realität und die Konstruktion von Wissen auf der Grundlage dieser Darstellung ermöglicht. Die Wirklichkeit ist also nicht die Realität, sondern die Darstellung der Realität. Die alten Ägypter übernahmen ihre Symbole aus der natürlichen Welt, um nicht die spezifische Handlung, sondern die Bedeutung eines bestimmten Prinzips auszudrücken, das mit dieser Handlung verbunden ist. So würde beispielsweise die in einem Grabmal dargestellte Szene des Säens und Erntens nicht als irdische Handlung des Säens und Erntens interpretiert, sondern als eine allgemeine Handlung, deren Botschaft das Geistige in dem Sinne übersteigt, dass das, was gesät wird, auch geerntet wird. Was aber war das Konzept des Menschen für die alten Ägypter? Ein erster volkstümlicher Mythos besagt, dass die menschliche Rasse aus den Freudentränen des Schöpfers Atum-Ra geboren wurde, als er seine ersten Kinder, die Götter Schar und Tefnut, aus den Wassern des Chaos rettete, was durch diese göttliche Handlung andeutet, dass die Existenz des Menschen einen positiven Charakter hat, weil der Mensch in seinem Wesen die Frucht einer höchsten Ekstase ist, die direkt von der Gottheit ausgeht. Andere Versionen des Schöpfungsmythos betrachten die Geburt des Menschen als das abschließende Werk des Schöpfers, mit dem die gesamte Schöpfung endet. Nach der Erschaffung anderer Götter, Dämonen und verschiedener Wesenheiten gibt der Schöpfer mit Hilfe des Gottes Paas, des großen Demiurgen der Stadt Memphis, oder des Gottes Khnum dem Menschen den Lebensatem. Anschließend wird Kemi, Ägypten, mit Tieren und Pflanzen und dem Nil erschaffen, sodass das neue Wesen in einem Obstgarten leben wird. Um die Kräfte des Chaos einzudämmen, werden den Menschen Königtum und Politik gewährt, und die erste menschliche Organisation wird mit sich selbst an der Spitze entstehen, denn im alten Ägypten war der Pharao der leibhaftige Gott selbst. Die Menschen sind weder als Götter noch als Naturgeister geschaffen, sie sind irdisch, daher fehlt ihnen die Fähigkeit, auf das Unsichtbare einzuwirken, aber durch ihren Dialog mit den Göttern können sie mit dem Unsichtbaren in Kontakt kommen, was ihnen die Fähigkeit verleiht, Mittler zwischen den beiden Dimensionen, der irdischen und der göttlichen, zu sein. Der
Mensch ist ein Projekt, das vom Schöpfer erdacht wurde, aber mit voller Autonomie. Er ist das Bindeglied zwischen den beiden Welten und als solches hat er seine Identität und Freiheit sogar von den Göttern. Der Schlüssel liegt darin zu wissen, wie man seinen Teil der dunklen Natur kontrolliert und sich nicht von den Kräften des Chaos und der Unordnung verführen lässt. In Kapitel 17 des Totenbuchs ist eine der wichtigsten Antworten des Verstorbenen, die es ihm ermöglicht, in den Tag hinauszugehen, dass der Mensch als Identität nach dem Phänomen des Todes bestehen bleibt. Der Tod ist für den Menschen eine Veränderung des Lebens und nicht sein endgültiges Ende, und deshalb wird er auch für den Menschen auf der Erde eine grundlegende Auswirkung haben, da ein großer Teil seiner irdischen Handlungen eine Rückwirkung auf seine Existenz im Unsichtbaren haben wird. Die alten Ägypter waren ein Volk, das die Existenz nicht segmentierte. Leben und Tod waren Teil ein und desselben Szenarios, wobei das eine als direkte und ununterbrochene Fortsetzung des anderen fungierte. Der Tod war nicht einfach der Tod des Lebens, sondern eine geistige und leibliche, erneuerte und ewige Kontinuität des Lebens. Die ägyptische Philosophie des Todes lässt sich verstehen, wenn man das Individuum unter zwei Aspekten analysiert. B.A. unsterbliche höhere Seele, Zwilling des Herzens, Kopie jedes menschlichen Wesens. Sie ist die plastische Kraft, durch die die Seele in die Welt der Lebenden eingreift. K.A. Doppelsubstrat des ätherischen Charakters der Toten, lebendig und aktiv, die Grundlage des posthumen Lebens, das nach dem Tod die Rolle des irdischen Körpers während des Lebens spielt. Dem K steht das Kaibiti oder der Schatten gegenüber, die zweite Verbindung des posthumen Wesens, das durch die Gesamtheit der elementaren Wünsche, Leidenschaften, Laster und Defekte gekennzeichnet ist, die sich zersetzen und sich in der Gestalt eines Geistes manifestieren. Die Einbalsamierung diente dazu, den irdischen Körper zu bewahren, damit er als Wohnstätte für K dienen konnte. Das gesamte ägyptische Leben und die Philosophie basierten auf den oben beschriebenen Grundkonzepten. BA und K sind untrennbare Zwillingsbestandteile des Individuums in der postmortalen Phase. Der gesamte physische Körper wurde Kat genannt. All dies lässt sich für die alten Ägypter in einer Hauptprämisse zusammenfassen: Lernen zu leben und lernen zu sterben. Philosophie in Ägypten ist auch Moralphilosophie. In Ägypten verstand man unter Philosophie die praktische Anwendung einer Reihe von Lehren, die das Erreichen von Reinheit voraussetzten, was die Entwicklung außergewöhnlicher politischer, religiöser, wissenschaftlicher und künstlerischer Aktivitäten ermöglichen würde. Die ägyptische Moral verbot Gotteslästerung, Betrug, Diebstahl, heimtückisches Töten, Anstiftung zum Aufruhr und grausame Behandlung von Menschen, selbst wenn sie Sklaven waren. Verboten waren auch Trunkenheit, Faulheit, indiskrete Neugier, Neid, Misshandlung des Nächsten, Abtreibung, Verunglimpfung des Königs oder der eigenen Eltern. Das Verbot dieser Handlungen, die als böse angesehen wurden, wurde von verschiedenen Geboten für gute Taten begleitet, unter denen die Darbringung von Opfergaben an Gott, die Speisung der Hungrigen, die Bekleidung der Nackten und andere gute Taten hervorstechen. Als Grundlage und Sanktion für diese moralischen Vorschriften erkannten die Ägypter die Unsterblichkeit der Seele und das göttliche Urteil nach dem Tod an, wobei die Belohnungen oder Strafen den zu Lebzeiten ausgeübten Handlungen entsprechen, da sie behaupteten, dass die Seele nach dem Zerfall oder Tod des Körpers durch Geburten oder Inkarnationen in andere Körper übergeht. In diesem Sinne ist die moralische Autorität des Vaters in der Familie ein Spiegelbild der moralischen Autorität des Pharaos im Reich, und der Pharao repräsentiert aufgrund seiner geistigen Entwicklung und seines Wissens das göttliche Gesetz oder die göttliche Ordnung. Die Ägypter betrachteten die eheliche Gemeinschaft als wesentliche Grundlage der Gesellschaft und als Garant für menschliches Glück, das auf Liebe, Verständnis und gegenseitiger Treue beruhte. Wohltätigkeit war die Art und Weise, wie die Gesellschaft den Göttern ihre Dankbarkeit zeigte. Sie verstanden, dass der Besitz von Gütern ein göttliches Geschenk war und dass das Teilen ein Ausdruck der Dankbarkeit gegenüber den Göttern war. Vom Pharao bis zum einfachsten Angestellten reagierten alle auf eine Moral oder ein Gerechtigkeitsempfinden, das nur dann erfolgreich sein konnte, wenn jeder Mensch vor seinem eigenen Gewissen, vor seinen Vorgesetzten und vor seinen Untergebenen die Verantwortung für sein Handeln übernahm. Für die Ägypter ging die Gerechtigkeit von Gott aus, und unter den Menschen wird sie als Gesetz übersetzt und erfordert eine aktive Verantwortung des Einzelnen, insbesondere gegenüber dem Heiligen.
Für weitere Geschichtsvideos besuchen Sie meinen Kanal in der Videobeschreibung. Nächstes Video: Antike griechische Philosophie.